Hallo ihr Lieben und ein weiteres Grüezi, willkommen zu einer weiteren Folge Walking Dead. Wir sind in der Kanalisation gelandet, nachdem wir vor den wilden Zombies mal wieder flüchten mussten. Und gucken mal, was hier so abgeht. Die erwarten uns da oben, da können wir nicht hin. Hier unten ist schon einer zermatscht, runtergefallen. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwie einen Weg durchbahnen. Wir gehen mal runter die Treppe. Schauen, was uns hier erwartet. Solide gebaute Gitter. Hier würde er das wahrscheinlich auch sagen. Okay. Sieht sehr, sehr schön hier aus. Tolle Farbgebung, tolle Einrichtung, würde ich sagen. Ganz langsam hier runter. Wahrscheinlich stürzen wir hier noch ab, wie ich das Spiel kenne. War klar. Brechen uns dabei den Fuß. Können nicht mehr laufen. Ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen hier nachrichten. Es tut mir leid. So, ich glaube, so ist besser. So, was haben wir hier? Eine tote Ratte, die nehmen wir mit. Schade. Ich dachte, die können wir jetzt mitnehmen. Brauchen wir aber anscheinend nicht. Wir gehen mal einen Raum weiter. Wird wahrscheinlich auch zu sein. Naja. Das war ja wohl klar. Können wir uns hier ansehen? Ein Rohr? Können wir auch nichts mit anfangen. Wir bahnen uns hier unseren Weg. Oh, oh. Wir gehen mal hier durch. Okay, wir gehen hier nicht durch. Nee, wenn ich hier näher rangehe, bin ich tot. Also wir müssen uns hier was einfallen lassen. Fuck. Was mache ich jetzt? Ein Rätsel, ein Rätsel. Ja, hier komme ich nirgendwo mehr lang. Leute, er läuft jetzt, das ist so geil. Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Oder muss ich mich doch an den vorbeischleichen? Ja, irgendwas muss ich hier machen. Ja, hier wollte ich doch gerade eben schon rein. Durfte ich aber nicht. Irgendein Rohr. Looks like some kind of drainage pipe. Wir wissen noch nicht wofür. Aha. Hier können wir erstmal Durchgang aufmachen. Dann brauchen wir da nicht mal so wieder lang. Das ist gut. Aber wir müssen auch hier mal an dem Rohr drehen. Ich will auf jeden Fall hier die Kanalisation. Oh, ist das krampfhaft. Okay, wir drehen mal nach rechts. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Irgendwas passiert, irgendwas kommt raus. Das lockt auf jeden Fall. Good thing I'm out here and not in there. Seems loose. Okay. Shit. Was ist, wenn ich weiter noch drehe? Won't go anymore in that direction. Okay, also wir haben es aufgemacht. Jetzt nehmen wir es mit. Jetzt nehmen wir es mit. Das können wir an das andere Rohr wahrscheinlich ranballern. Mann, die Steuerung ist hier ultra krampfhaft. Fast gut. Okay. Sieht er uns? Ich will doch nur hier das Draht ranbringen. Ne, hier sieht er uns nicht. Ja, er steht da, aber sieht uns nicht. Alles gut. Kennt man. So, ist nur die Frage, in welche Richtung drehen wir es hier? Auf. Wasser ist immer gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Schnell wieder hier in unsere Hütte rein. Versteck dich, Junge. Versteck dich. Versteck dich. Sehr gut. Jetzt müssen wir warten, bis alle vorbeigezogen sind.
Da kommen einige, glaube ich. Rot umleuchtetes Bild, es wird weniger, weil sie an uns vorbeilaufen. Sie sind ja nicht die Hellsten, das wissen wir ja alle. Oh oh. Ist noch ganz schön rot, wa? Jetzt wird es weniger. Ich glaube, die Luft könnte rein sein. Also reiner geht's nicht, jetzt müssen wir nur noch den hier hinten. Das kann ich hier noch so machen? Nicht? Oh nein, das ist ja unser Chucky. You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Ey. Nichts lang von gehabt. Aber eine Knarre. He must have saved the last one for himself. Eine Knarre ohne Kugeln, das ist mal gut. Alles tut mir leid. Jetzt müssen wir die da hinten irgendwie killen. Schleichmäßig. Mit dem Enterhaken hier. Oh mein Gott. Da habe ich mich sogar ein bisschen erschrocken jetzt. Nein, warum schieße ich denn? Das war dumm von mir. Das war richtig dumm. Ah, hier könnte ich verrecken jetzt. Das wird wohl mein Tod. Jetzt sind die eh schon angelockt. Jetzt muss ich den Running Man machen. Oh oh. Jetzt habe ich so ein bisschen Pipi. Panik. Alter, die kommen. Die sind hier. Was? Was passiert denn hier mit mir? Hier sterbe ich doch. Ich gehe wieder runter. Lost! Fuck, ey. Was ist jetzt? Panik vorbei? Wo sind die? Ich sehe die aber auch gar nicht. Ah! Oh oh. Oh oh. Das war's. Da sind sie. Okay. Ich wollte gar nicht schießen. Fuck, ich wollte gar nicht schießen. Hier will ich nicht schießen. Ich dachte... Krach ist kacke. Krach ist hier ganz kacke. Also Leute, merkt euch an dieser Stelle, Krach ist kacke. So. Keine Aufmerksamkeit. So, nämlich Ruhe. Ich nehme die Knarre wieder, ja. Okay, eigentlich wissen wir ja schon, dass das hier alles nicht geht. Dementsprechend machen wir das, glaube ich, gleich, wie es eigentlich sein soll, wahrscheinlich. Wir sollen hier oben mit dem Enterhaken ranspringen. Dann verkackt er das. Das Schild kommt runter und dann sehen wir, was dahinter ist. What the hell? Und zwar ein Loch. A bunch of hole in there, dass wir hier kommen durch, wo auch immer hin. Alter, auf jeden Fall schon wieder geil hier in der Episode. Das gefällt mir. Hat mich schon wieder überrascht hier gerade die Stelle. Sehr herausfordernd. Fallout Shelter? Bunker oder was? Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Easy, weil ich professioneller Englischübersetzer bin. Wonder if someone's living down here. Was gibt's denn hier alles? Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Geil. Mitnehmen, Junge. Alles einpacken. Einmal alles. Okay, hier können wir nichts weiter machen. Wir öffnen die Tür. Oha! Die denken sich auch so. Who are you? Oh. Ich will keine Ahnung. It's okay. Ich will was trinken. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, nein.
I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? No. Sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? Nein, no. Mann, sind wir nicht. I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? The morgue? Yeah, irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system is the wert am längsten, ne? It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? Wir bleiben ehrlich. Ehrlichkeit wert am längsten. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. Mann, er kommt doch zurück. Before you know it. Let's go. Okay, geil. Wir haben einen Pans Labyrinthführer. So. Jetzt haben wir jemanden, der uns den Weg zeigt. Ach, wir sind schon draußen. Clementine? Clem? Das ging ja schnell. Ah, da ist ja Molly. Molly? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? So, wo ist Clementine? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Den Enderhaken hätte ich gern beiden.
Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Okay. Jetzt kriegt er die Hilfe eventuell mal. Omid, honey. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Na wunderbar, sind wir wieder raus aus der Kanalisation. Clementine? Herrlich. Schönes Ding. Wir sind wieder raus aus der Clementation. Alter Schwede, bin ich durch. Kanalisation. Sind zurück im Haus, suchen Clementine. Irgendwie merkwürdige Situation, merkwürdige Stimmung. Ich mache wieder einen kleinen Cliffhanger. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich über euren Support. Bin an dieser Stelle erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.